Hallo und herzlich willkommen bei Grim Dawn. Eigentlich wollte ich letzte Folge schon Myrndale abgeschlossen haben und dann endgültig da oben sein. Jetzt kam der Brief dazwischen und wir waren eh schon überlänge und eigentlich sollen die Folgen ja eigentlich eine halbe Stunde gehen und nicht dauernd 40 Minuten. Das ist eigentlich alles nicht so gut. Das steht meinem Zeitplan entgegen, aber ich habe einfach Bock drauf. Mann, ist so schwierig. Wenn irgendwas Spaß macht, ne, dann ja. Aber je schneller ich das durchspiele, desto schneller ist ja auch vorbei, was dann wieder blöd ist. Deswegen laufe ich alle Sachen ab. Nein, das ist nicht der Grund. Eigentlich ist der Grund, dass ich wirklich alles aufgedeckt haben will. Ich weiß nicht mal warum, aber irgendwie finde ich das toll. Waren wir hier schon? Das sieht so aus, als wären wir hier schon. Ja, okay. Gut, haben wir dann. Ja, das hätten wir in der letzten Folge theoretisch noch machen können, aber... Huch. Aber naja. Gut, ich glaube, die Map haben wir somit abgeschlossen. Immer noch die Frage, was ist das hier hinten? Warum ist das so hell? Das muss doch ein Grafikfehler sein, oder? Also so ein Anzeigefehler oder... Weiß ich nicht. Oder ist da wirklich so eine scharfe Kante? So. Ah, es gibt zwei Wege rein. Kann ich das vielleicht sehen, wenn ich da auf diesen Nüpsel gehe unten? Warte mal. Ich will nur sehen, ob man da irgendwas ausmachen kann. Ich glaube nicht. Ne, guck mal, wir stehen genau davor. Hier wäre das. Das ist auf jeden Fall ein Anzeigefehler. Alles klar. Schade. Na gut. Aber sagen wir mal ehrlich, wir haben hier noch genug zu erforschen. Wie zum Beispiel diese Kiste da oben. Tut mir leid. Auch das gehört dazu. So. Da oben ist noch irgendwas. Da ist aber keine Connection. Wir müssten wahrscheinlich da hinten lang. Wir müssten aber auch da lang. Den Schrein können wir nicht machen. Ich glaube, ich muss leider mal in der Kartenansicht... Was war das? Hä? Ich habe doch gerade irgendwas angewählt. Na egal. Ich muss leider ein bisschen in der Kartenansicht spielen gerade, damit ich sehe, wo ich hin muss. Das passiert ein... Das passiert einem bei diesem Spiel öfter mal, tatsächlich. Habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt. Wo geht's hier lang? Da geht's hier lang. So. Nein. Durch das Haus. Oh Gott. Furchtbar hier. Da kann man auch nicht gerne gewohnt haben. So. So. Eine kleine Ätherscherbe. Hinterlass ich meinem Erbe. So. Er weiß es und will, dass ich sterbe. Auf dass die Scherbe schnell sein werde. So, zwei fette Fleischsäcke einfach weggeschrotet. Sehr gut. Mann. Hilfe, Hilfe. Tschüss, Abscheulichkeit. So, eingefrorenes Herz in der Truhe, natürlich was auch sonst. Das hatten die Einwohner bestimmt vorher schon drin. Warum soll ich in dieser Truhe ein gefrorenes Herz finden? Oh nein, da hinten raus wieder diese Babystimmen. Widerlich. Hier waren wir offenbar. Oh. Nein, hier waren wir noch nicht. Vielen Dank.
Die Treppen killen mich übrigens, wollte ich nur sagen. Ne? Die Treppen mit dem Hoch runterrennen und festhängen, das killt mich. Da man ja die Maustaste gedrückt hält beim Laufen, denn man klickt ja nicht nur einmal irgendwo hin und dann wieder, so Baldur's Gate-mäßig. So, da waren wir natürlich schon. Warte. Ne, da kann ich nichts hinwerfen, schade. Aber da! So. Ein paar Babys später nehme ich mir den Äther. Das lustige Babyplatzen von Melmoth. Was, brennender Schmied? Hä? Hä, warum? Warum? Das macht doch jetzt aber... Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Dass der noch bei Sinnen ist. Also... Ja, Gaius... hä, das macht doch keinen Sinn. Ich kann mich nicht mal verständigen. Ich kann doch nicht sagen... Ja, guten Tag, ich hätte gern 200 Gramm von Ihrem Inferno, bitte. Das macht gar keinen Sinn, dass ich mit dem... Aber gut. So, die legen sich wieder hin, weil Ätherkristall out of order. Dafür kommt Kollege Schnürschuh. Und legt sich auch mal dazu. So. Hier sieht es sehr interessant aus. Hier war ich aber noch nicht drin. Huch! Warum stinkt es denn hier auf einmal so? Sagen die Ricola? Komme ich da durch? Nee, ne? Wie komme ich? Wäre auch eine geile Gegnerart. So, diese komischen Babys hier, die dann so aufplatzen in Kotze oder was immer das ist. Aber die halt auf einen zurennen und dann draufspringen. So Selbstmordbabys. Also, das hört sich immer schlimmer an. Ich sollte aufhören zu reden, aber ihr wisst, was ich meine. Als Gegnertyp wäre das furchtbar. Aber auch cool. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Okay, warte, ich gehe da oben nochmal. Was ist das denn? Achso, Gaius M. Ja, ja, das ist der brennende Schmied, natürlich, klar. Guck mal hier hin. Oh, da hinten sieht es wieder schön aus. Da habe ich jetzt alles aufgedeckt, sehr gut. Da drüben kommen wir nur darüber hin. Und hier müsste hoffentlich eigentlich auch bald ein Portal sein. Normalerweise. Ich höre es schon. Nein, es ist kein... Doch, ist es doch. So. Die Feinde wurden beim Riftgate beseitigt. Achso. Achso, ich muss noch kurz auf das Ding hier warten. So. Ja, ich habe jetzt auch mal reingehauen da. Hat man gemerkt, ne? Ich habe einfach direkt alles reingeballert. So, Riftgate gehört uns. Das Riftgate. Hier. Oh, ja, hallo. Hallo, aufgestiegene Diener. Aufgestiegene Diener sind auch noch bessere Allfreds. Die müssen nicht zwingend mehr aushalten. So, ach du Heiliger. Okay, lass mich mal kurz... Ne, wir kommen da lang. Wir kommen aber auch hier lang. Okay, ich geh mal hier lang. Der ist schon död. Hier ist ein schöner Baum.
So. Diese Ringe nerven ein bisschen. Ich gehe mal einfach durch. Okay, da oben ist eh nix. Kommt man hier noch hin? Nee. Zumindest wüsste ich nicht wo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich muss leider durch die Kälte. Huch. Na hallo, wo geht's denn hier hin? Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche mir bei sowas immer ein kleines Briefchen, wer das ist und was er hier macht. Da geht's nicht weiter, aber wir haben immer so ein bisschen ein kleines Geheimnis wieder gefunden. Das begrüße ich. So, dankeschön. Und hier geht's in ein Abwasserrohr. Interessant. Das heißt, wir sind den ganzen Weg hier lang gegangen. Wir hätten eigentlich gerade ausgehen können, aber hier haben wir noch ein Abwasser. Melmoth-Kanalisation, Eingang. Ja, dann lass mal gucken. Sind wir aus Versehen instinktiv direkt richtig gegangen? Oh, hier stinkt's nach Kacke. Stinkt's hier nach Kacke. Gut, hier wäre ich auch traurig, wenn ich hier wohnen müsste. Hast du das Klagelied gehört? So. Ätherischer Eiswühler, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist jedenfalls ekelhaft. Und ich will das nicht in meinem Leben. So. Hier geht's nicht weiter. Nein. Wofür brauchen wir eigentlich den ganzen Schrott, sag mal? Wir sammeln doch seit 30 Jahren schon Schrott. Wie viel haben wir denn eigentlich inzwischen? 214 Schrott haben... 215 Schrott... My inventory is full. Shit. Alles klar, gut. So, dann... Oh Gott, es geht inzwischen so tief runter. So, was ich sagen wollte, wir haben inzwischen so viel Schrott, ich weiß nicht mal, wofür der gut ist. Wahrscheinlich zum Craften und wir machen's... Und wir machen's einfach nicht. So, tschüss. Ich kann nochmal kurz 10 hier wieder machen. So. Blitzschaden, Chaos, Stromschlag. Oh Mann. Blitz und Strom wäre einfach so ein Traum. So, Blitzschaden, natürlich Blitzschaden, natürlich Stromschaden, natürlich. Dann auch noch mit den fetten Rüstungswerten. Das ist natürlich, das ist der Dream. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich nochmal Grim Dawn spielen sollte, mit einer anderen Config, also jetzt nicht als Let's Play oder so, sondern generell. 44 Überlandungsschaden. Nee, hat ja viel weniger Rüstung. Wieso gucke ich da überhaupt? Dann werde ich, glaube ich, mal versuchen, mit Blitz und Donner voranzukommen. So, ich pack das mal alles hier rüber, ne? Also alles, was ich brauche. Oh, da habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich verlasse mich drauf, dass es nichts war. Prozentual gesehen ist die Chance ganz gut, dass wir es nicht genommen hätten. Ach so. Bei Ringen gucke ich immer auf den in der Mitte. Ich weiß nicht warum, weil das, ne? Weil links ist ja schon ein Block und der in der Mitte ist dann der andere Block. Das verwirrt mich manchmal. Da schaue ich manchmal auf den Falschen. So. Ich hoffe einfach, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. So, Raffinesse. Säure und Gift wäre auch eine schöne Kombi. Säure und Gift. Feuer und Verbrennung. Lohnt sich nicht. Schade, schade. Schade, schade.
So, man sollte doch meinen, dass wir hier im DLC die richtig geilen Sachen die ganze Zeit finden. Falls jemand von euch WoW spielt, ne? Bei WoW, du suchst tausendmal, ne? Du machst dir die geilste Armor überhaupt oder das geilste Equip aller Zeiten. Da kommt ein DLC raus und dein ganzes Equip ist sofort Rotz. Also, du hast Ewigkeiten gefarmt und mit jedem neuen DLC oder mit jedem neuen Add-on sofort alles Rotz. Was du trägst, ist drittklassig. Egal was es ist, hält vielleicht noch eine kleine Weile, aber dann ist es schon wieder vorbei. Der Zauber. So, apropos Zauber. 44 Feuerschaden. Leider für uns nicht gangbar. Feuerschaden in Ätherschaden umgewandelt. No, Sir. Hat sich einfach nicht gelohnt im Insgesamtbild. Gut. But it's a good use. So. Safe storage, no questions. Okay. Das rüber, das rüber, das rüber. Das rüber, das rüber. Oh, falscher Tab. Geil. Nein. So. Flups. 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 So. Ach Mist, haben wir wieder was vergessen. Wie immer. So. Der Sattel. Haben wir den schon? Haben wir schon da oben. Was ist das hier? Ballistische Rüstungsplatte. Haben wir so eine? Inzwischen kann ich mir nicht mehr mal alles merken hier. Haben wir sowas schon? Ballistische Rüstungsplatte? Ja, okay. 32 davon. So, zack, zack. Nein. Mist. Chance verpasst. Die Dingensketten. War das die Ketten? Das waren die Ketten hier. Heiliger Boden haben wir auf jeden Fall auch. Das müsste er hier sein. Und einmal schöne Gänsepastete hier. Dann hauen wir nochmal ganz kurz chthonisches Blut hier rein. Und wir haben noch zwei Ätherscherben. Die fühlen sich hier auch ganz wohl. Und die Dinger behalten wir wie immer im Inventar. Und das Ding hier kann ich gleich verkaufen. So. Gut, auf geht's. Irgendwo in den Norden. Also wir sind eigentlich, wir müssen uns hier noch durchkämpfen, aber also wir haben uns jetzt bis jetzt hier, eigentlich vom Gloomwald hier einmal rumgekämpft, dann da einmal durch, ne, weißt du, schon durchs Nichts. Und wir sind jetzt eigentlich hier schon Melmouth. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur hier durch die Gülle warten. Achso, hier ist ja wieder nichts. Okay. So, die tauchen so aus dem Nichts aus. So Schrott. So unverhofft tauchen die auf. Vielen Dank. Der ist genau vor mir aufgetaucht und sofort in Fleisch explodiert. Auch schön. Kamen da gerade Viecher aus dem Boden bei dem Dicken? Tatsächlich. So, vielen Dank.
So. Kein Wunder, dass es hier unten so stinkt, wenn wir ehrlich sind. Ach Mann, ich will doch nur auf die Map gucken. Was soll das? Okay, darf ich jetzt? Darf ich? Ja, okay, alles klar. Hä, was macht denn der? Übt noch ein bisschen Breakdance, bevor er sich schlafen legt. Hier kamen wir her. Da ging's auch noch rüber. Hier waren wir aber schon im Quergang. Alles sehr schön verbunden. Das ist toll. Ansonsten geht's hier unten noch rum, aber hier ist auch nichts mehr. Da geht's noch durch. So. Ich glaube, das hängt hier eh alles ein bisschen zusammen. Ist schon ein bisschen mehr. Da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Geht nur hier lang. Und da waren wir schon. Ja! Ja! Und 10 Stufen lang schon nicht gelevelt. Ja! Nehmen wir alles mit. Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Freunde. Ist ja gut. Okay, ich glaube, hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Ich frage mich, wo es hier hingeht. Geht es da nach Melmoth rein oder was? Okay, ich weiß es nicht, soll ich noch da oben... Wir gehen erstmal nach oben. Na, was haben wir denn da hinten Schönes? Läuft. So, das Schöne ist, wir kommen da erst später hin. Geht das? Das hier? Nein. Schade. Aber wir kommen da später hin. Wir müssen ja wahrscheinlich einmal außen rum. Statt dass da einmal jemand ein Brett drüber legt. Überall hast du diese waghalsigen Brücken und alles. Aber hier legt keiner ein Brett drüber. Ich muss das hinterfragen. Oder vielleicht ist das der Typ, der das Brett drüber legen sollte. Ich weiß es nicht. So, da geht's runter. Wir gehen aber erstmal nochmal, wie immer aus Prinzip. Gut, ich glaube, hier werden wir auch nicht mehr viel... Obwohl, da geht's auch noch weiter. Ach du Heilige. Na. Okay. Boah, geil. Wie der runtergestürzt ist. Ich mag diese Kleinigkeiten. Die mag ich allerdings nicht. So. Sag mal. Äußerst lästig einfach. So. Oh, da drüben kann man was hochsprengen wieder.
Wir gucken natürlich erstmal hier. Alter, ist es doch relativ groß hier hinten. Hätte ich nicht gedacht. Also Kanalisation ist sehr groß, offenbar. Zumindest größer als man dachte. Und ich bin immer ein bisschen froh, wenn es nicht mehr weitergeht. Einfach nur, weil das heißt, wir haben ein Ende erreicht. So. Dann lass doch mal gucken. Da geht's weiter. Ja, ihr könnt das, ne? Aber ich kann das wieder nicht. Alles klar. Ist auch nichts. Ich weiß, da hinten geht es noch weiter. Hier offenbar auch noch. Das machen wir aber gleich. Wir gucken erstmal da oben, wo es weitergeht. Und dann gehen wir mal hier durch. Und offenbar verbinden sich da die beiden Dinger. Ich habe keine Ahnung. Huch. Hey, hier sind die Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Huch! 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 Okay, das ist unerwartet. Außenbezirke, Kanalisation. Gegen wen kämpft ihr da? Achso. Hä? Hier haben sie ein Brett drüber gelegt. Das macht ja auch Sinn. Hier gibt es keine Geheimtür, kein gar nichts. Nein. Okay. Interessant. Kanalisationsversteck. Okay. Hier wohnen die also. Melmoth-Widerstand. Ich muss immer an Melmac denken. Ich weiß nicht warum. Was? Ach, so ein Wächter. Ach, der hockt da. Vom Widerstand versperrt. Ja, danke. Da hat sich der ganze Weg ja gelohnt. Aber schöne Musik. Das ist schon durch. Moin. Stahlkappenviertel. Auch hier ist versperrt. Tut mir leid, aber hier darf niemand passieren, bis Corinne die Erlaubnis erteilt. Ich muss tiefer in die Stadt hinein. Wir gefährden doch nicht unsere Operation wegen einer Person. Wenn Corinne Nein sagt, dann gilt das auch. Was ist eigentlich auf diesem Weg? Ein Kriegsgebiet. Das Stahlkappenviertel war früher das Industriezentrum der Stadt und einer der größten Häfenkerns. Jetzt ist es größtenteils nur noch ein Trümmerhaufen. Bis vor einigen Wochen hatten wir dort eine Befestigungsanlage. Der ätherische Abschaum schlug hart zu, überraschte uns mitten in der Nacht. Innerhalb von Minuten wurden wir überwältigt. Ohne Corinna wären wir dem Tode geweiht gewesen. Sie übernahm das Kommando und befahl den Rückzug in der Kanalisation hier. So fanden wir diesen Platz zum Verstecken. Ich denke, wir können gut durchhalten, aber wenn wir wirklich zurückschlagen wollen, müssen wir unsere Basis da oben zurückerobern. Wenn du dorthin willst, musst du mit Corinna sprechen. Okay, ich werde sie suchen. So, und weil wir jetzt im neuen Ort sind und weil ich eh eigentlich halbe Stunde Folgen machen wollte, reiße ich mich jetzt mal am Riemen, ja, und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge im Widerstand, aber wir müssen, glaube ich, nochmal raus. Wir haben hier noch was nicht aufgesprengt. Und das war's. Das ist der einzige Weg, der uns noch bleibt. Und hier waren wir irgendwie auch noch nicht, keine Ahnung. Aber hier müssen wir noch durch. Da fehlt uns noch was. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.